Anfang das Ganze vor 5 Jahren mit Wasserkanister schleppen zum Apartment in Dubai, wo mir eigentlich das erste Mal wirklich klar geworden ist, was wir daheim haben und wie wichtig das ist und dass man das Ganze wertschätzt. Seesushi ist für mich immer mehr ein Gedanke oder Philosophie gewesen als jetzt irgendein Konzept oder irgendein Business. Ich möchte einfach gern die Leute oder wir alle gemeinsam, die ganze Familie, möchte einfach auch gern wirklich die Leute wieder zum Verstehen geben, wie wichtig ist, dass wir das daheim, was wir da haben, einerseits wertschätzen und das dadurch dann einfach auch irgendwie bewahrt. Und ich denke oder ich bin wirklich davon überzeugt, dass das oft durch einen Gedanken geht. Es reicht oft eine Kleinigkeit, wenn viele kleine Sachen zusammenkommen, ergibt es ein relativ großes Bild und ich glaube, dann kann man wirklich eine Veränderung im Boss herbeiführen. Ich habe sehr viel über das Thema Nachhaltigkeit nachgedacht in den letzten Jahren und in den verschiedenen Plätzen, wo ich gearbeitet habe und natürlich auch daheim oft. Ich denke, das Wichtigste in dem Fall ist, dass wir in Österreich einfach eine Balance zwischen dem Ganzen finden. Auf Seesushi ausgeweitet heißt das Ganze, wir verarbeiten einfach nur eine bestimmte Menge an Fisch. Regionalität ist eh klar, das ist heutzutage sowieso meistens schon ein Must-Have. Meiner Meinung nach ist einfach der richtige Schritt, das jetzt, was wir in dem Fall machen, dass wir nur eine bestimmte Menge an Fisch in der Woche verarbeiten, hat den Hintergedanken, dass für mich einfach, ich denke mal, es ist wichtig, dass man nicht immer alles haben kann. Blöd gesagt, wenn es immer alles gibt, hat alles irgendwann mal keinen Wert mehr. Und da müssen wir ansetzen. Und wir in Österreich haben die Chance noch dazu. Viele andere Plätze, wo ich war, da ist es meiner Meinung nach schon zu spät, es geht nicht mehr, aber wir haben jetzt noch die Chance, dass wir einfach handeln und das einfach wirklich bewusst angehen. Und auch ganz wichtig ist bei dem ganzen Thema, dass man versteht, dass man nicht auf einmal sein ganzes Leben auf das umpolen muss. Ja. Es sind oft Kleinigkeiten, ganz kleine Sachen, das ist keine Einbuße von irgendeinem Lebensstandard, das ist eine ganz Kleinigkeit. Ein Gedanke oft, wie ich gesagt habe, der einfach das ganze, dein ganzes Leben dann irgendwie beeinflusst und wenn das viele Leute machen und wenn viele kleine Sachen zusammenkommen, ergibt das Ganze einfach ein großes Bild und ich glaube, dadurch können wir wirklich was verändern und das können wir einfach jetzt noch machen, bevor es zu spät ist. Ja, wir wissen im Moment da überhaupt nicht, wie das Ganze eigentlich weitergeht, weil einfach im Moment so viel Arbeit ist und jeder ist einfach wirklich so in diese Daily Business, Daily Routines einfach verstrickt, ja, was ja schön ist. Was für mich einfach im Fall wichtig ist, ich möchte nicht, dass das Ganze größer wird, ich möchte nicht, dass es kleiner wird, es passt einfach gerade so, wie es ist. Und für mich der ganz große Punkt ist einfach, und ich habe nie gedacht, dass das eigentlich so viel an Wert die Leute gibt, ist die ganze Philosophie, der Gedanke dahinter. Wirklich, ich glaube, dass ich kriege sehr viel Resonanz, ich glaube, dass sehr viele Leute sich das einfach wirklich zu Herzen nehmen und einfach über das Ganze nachdenken und das darf einfach nicht verloren gehen. Und dass wir das einfach alle so weitermachen können, ist es einfach wichtig, dass wir das gemeinsam machen. Wasser ist, wie gesagt, das Anfang und das Ende von dem Ganzen und ist, wie gesagt, für mich der Grund, warum ich eigentlich zum Nachdenken angefangen habe. Wir haben, da wo wir her sind, ich bin auf dem Salzkammergut, oder wir sind auf dem Salzkammergut, ja, eine von den besten Wasserqualitäten der ganzen Welt. Und logischerweise ist das, was da drinnen schwimmt, genauso gut. Und genau auf dem wollen wir heute halt aufbauen. Ich möchte vor allem, dass das erste Mal den Leuten klar wird, was für Wasser wir haben. Wenn einem das klar ist und wenn man mit dem Gedanken einfach wirklich sich auseinandersetzt, dann fällt das andere meistens auch relativ leicht. Und deswegen ist es mir einfach ganz wichtig und wir haben das auch als zum großen Thema bei unserem Restaurant gemacht, Wasser in general, dass wir das einfach wirklich umbringen, wie es sein sollte. Ja, dass das Ganze jetzt so läuft, wie es läuft, hat einfach auch wirklich viel mit dem zu tun, dass die ganze Familie dabei ist. Wirklich von der Oma bis zu meiner Schwester, sind 3 Generationen da am Werken und das ist eigentlich unglaublich und macht mich auch unglaublich stolz, dass einfach ich und wir da so gemeinsam arbeiten und dass ich da auch so unterstützt werde. Und ich glaube, das ist das Wichtige dran. Ich bin der Edlinger Dominik. Ich bin Koch und ich tue das unglaublich gerne, was ich tue.